Willkommen bei Cookinesi. Dieses Mal wird es sommerlich und frisch. Es gibt ein Erdbeer-Tiramisu. Das Rezept habe ich schon länger auf der Page drauf, auf cookinesi.ch, als geschriebenes Rezept. Ihr könnt das übrigens auch als PDF downloaden. Und weil ich sehe, dass es recht viel geklickt worden ist, habe ich gedacht, ich muss unbedingt noch ein Video dazu machen. Step by Step zeige ich, wie das jetzt geht. Als erstes kommen wir zu den Zutaten. Das sind Zutaten für etwa 4 Personen. Hier brauchen wir 125 Gramm Kimmig, das wäre gerade eine halbe Packung. 300 Gramm Erdbeere plus gerade nochmal 300 Gramm Erdbeere für die Deko. Dann brauchen wir den Saft von 2 Zitronen plus noch einmal etwa 1-3 Esslöffel Zitronensaft. 9-12 Löffel Biscuit, 250 Gramm Mascarpone, 7 Teelöffel Puderzucker plus noch einmal 2 Teelöffel Puderzucker dann für den Schluss, 35 Gramm Zucker und frische Münzen. Als erstes tun wir das Kimmig glattrieren, gleich zusammen mit dem Zucker, damit sich der schön auflösen kann. Dann kommt der Mascarpone dazu und noch einmal gut mixen, damit die Masse schön glatt ist. 300 Gramm Erdbeere tun wir mit 1/4 vom Zitronensaft, also 1/4 von diesen 2 auspressten Zitronen, und mit 1-2 Esslöffel Puderzucker pürieren. Der Puderzucker würde je nach Süße der Erdbeere anpassen. Das Erdbeerpüree kommt jetzt zu der Zitronen-Kimmig-Mischung und wird nochmals gut verrührt. In eine Suppendauer kommen jetzt 7 Esslöffel Puderzucker. Der wird jetzt mit dem Rest des Zitronensaft gut vermischt. Ja, mit dem Schwingbesen geht das Ganze natürlich noch ein bisschen besser. Die Löffel Biscuit werden jetzt in dieser Mischung gewendet, dann schön zugeschnitten und ins Glas hineingedrückt. Achtung, so wie ich es mache, das ist natürlich nur ein Serviervorschlag. Ihr könnt das Tiramisu auch ganz klassisch in einer grossen Auflaufform machen. Schön finde ich es, wenn man Erdbeere ganz fein schneidet und die noch am Rand des Glas drückt. Gut andrücken, damit keine Luft dazwischen ist. Und damit man die Masse gut einfüllen kann und sich seine Kreation nicht wieder kaputt macht, tut man die Masse am besten einfach in eine Gefrierbüttel rein, unten die Ecken abschneiden und den Rest des Glas auffüllen. Das sieht doch schon mal schön aus. Ganz wichtig ist, dass man die fertige Creme in den Gläschen mindestens eine Stunde kühlen lässt, damit, wenn die Garnitur nachher drauf kommt, dass die nicht einsinkt. Fürs Finish ein paar Erdbeere fein schneiden, frische Münzen dazu, mit noch einmal zusätzlich 1-2 Esslöffel Zitronensaft und ein bisschen Puderzucker vermischen. Und wenn die Masse in den Gläschen schon etwas fest geworden ist, kommt die Garnitur oben drauf, vielleicht noch ein schönes Münzenblatt drüber. Et voilà! Also Leute, wenn das nicht Foodporn ist, dann weiß ich auch nicht. Es ist fast ein bisschen schade, wenn sie hier reinlängen, oder? Aber das mache ich jetzt. Und zwar zack durch alle Schichten durch. Das ist das Wichtige bei einem Tiramisu. Ich genieße es jetzt und hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder zu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal. Ich habe euch gerade hier verlinkt. Und jetzt sage ich nur noch Goodbye und einen guten.